Liebe Oldenburger, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge von Nachdenken mit Jaspers Dialoge zur Zeit. In der heutigen Sendung wird es gehen um dieses Buch, Jena 1800, die Republik der freien Geister. Ein Buch, das sich beschäftigt mit einer sehr wichtigen geistes- und kulturgeschichtlichen Epoche, einem Ereignis, kann man sagen, Jena, Weimar, der Hochzeit des deutschen Idealismus, der Hochzeit der deutschen Romantik. Geschrieben hat dieses Buch ein junger Wissenschaftler und Schriftsteller, den ich heute im Studio begrüßen darf, Dr. Peter Neumann an der Universität Tübingen, ehemals gewesen, Jena und jetzt hier in Oldenburg Assistent in der Geschichte der Philosophie. Herr Neumann, herzlich willkommen hier in Oldenburg und herzlich willkommen hier im Studio. Was hat Sie getrieben, dieses Buch zu schreiben? Es sind eigentlich zwei Interessen, die mich getrieben haben, dieses Buch zu schreiben. Einerseits ist es das Interesse wirklich daran, Philosophie für ein, sagen wir einfach mal, breiteres Publikum vermittelbar zu machen, lesbar zu machen, weil es ja doch eben gerade auch um 1800 sehr schwierige, sehr komplexe, sehr anspruchsvolle Theoriegebäude sind. Und also das vielleicht sozusagen so als der eine Punkt, also die Lesbarkeit von Philosophie und Theoriegeschichte zu erhöhen. Der andere Punkt aber eben auch das Interesse, wie schreibe ich überhaupt so eine Art Philosophiegeschichte und was muss darin vorkommen? Denn eins war mir von Anfang an klar, ich wollte keine Philosophie oder keine Geschichte der Philosopheme schreiben, keine bloße Geschichte der Theorien, sondern ich wollte auch immer schauen, wo kommen diese Theorien eigentlich her? Und die kommen eigentlich aus der Lebenswelt, also die haben sehr viel eben mit Personen zu tun, mit Charakteren, mit Netzwerken, mit Freundschaften und Mentalitäten, könnte man vielleicht auch sagen, mit der Landschaft, in der auch so eine Philosophie entsteht. Und das war auch alles sehr wichtig für mich und das habe ich eigentlich in den üblichen philosophiegeschichtlichen Darstellungen immer vermisst. Und das war für mich klar, okay, da muss ich anders rangehen, muss ich sozusagen gewissermaßen ein anderes methodisches Setting entwickeln, um auch das einholen zu können. Wir haben jetzt hier in Oldenburg die Ringvorlesung von Königsberg nach Jena gehabt. Mhm. Königsberg hat den Anfang gebildet mit Kant. Aber das Spannende ist ja auch, dass Kant, Immanuel Kant, für Jena, für die Zeit, in der Sie schreiben oder für die Sie schreiben, die entscheidende Figur war. Können Sie das ein Stück erläutern, inwieweit Kant in Jena Geschichte geschrieben hat, philosophisch? Genau, also es gab eigentlich zwei große Revolutionen zu der Zeit. Das war eben einmal diese Revolution, die von Paris ausging, eben 1789, die Französische Revolution und die andere, sozusagen die politische Revolution, die Revolution, die auf der Straße stattgefunden hat. Und dann gab es eben auch die Revolution in den Köpfen und die ging von Immanuel Kant aus, ist mit dem Begriff der Aufklärung natürlich verbunden mit der Aufforderung, also selbsttätig zu denken, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und die besondere Konstellation eben in Jena war, dass in Jena diese kantische Philosophie sehr früh rezipiert wurde, dass es also sehr früh Kantianer gab, die sich dort versammelt haben, diesen Text eben ausgelegt haben, kommentiert haben und damit eben Jena zu einer sehr progressiven, vielleicht der progressivsten Universität überhaupt im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Und sagen, Kants Grunddevise war immer sagen, alle Aberglaube, alle sozusagen überkommene alte Metaphysik muss weg und sagen, das Selbstdenken an die Stelle treten. Und damit haben wir natürlich einen vollkommen anderen sagen, Freiheitsbegriff, Wirklichkeitsbegriff. Und das ist natürlich etwas, was all diese sehr jungen Leute dort um Jena 1800 interessiert. Ja, also dieses sozusagen sich emanzipieren von den alten, überkommenen Strukturen, die einen immer auch so ein bisschen so klebrig und fest und gefangen halten. Einige dieser jungen Leute, die in Jena sich gefunden haben, kamen aus dem Schwäbischen, aus dem Süddeutschen, an der Universität Tübingen ausgebildet. Friedrich Hölderlin, Wilhelm Friedrich Hegel und einige Jahre später geboren Schelling, alle am Tübinger Stift. Was hat diese Stiftler vereinigt, zu Kant-Lesern zu werden? Was war das Kant-Ereignis in Tübingen am Stift? Die kantische Philosophie, also sagen, der Stift war eine vollkommen sagen, in der Zeit stehen gebliebene Einrichtung. Also es gab Stubenaufseher, es gab sagen, Tabak, Alkoholverbot. Es war also wirklich ein sehr strenges Reglement.
Und das sozusagen auf sozusagen Hausordnungen beruhte, die teilweise sozusagen noch aus dem 17. oder 16. Jahrhundert stammten. So, und es war natürlich klar, dass man dort seine Zöglinge hingab, damit sie in der Theologie ausgebildet werden, dass sie später vielleicht ein Pfarramt übernehmen. Also Hölderlin, Schelling und Hegel sollten Pfarrer werden. Und alle haben sich auch dieser Pfarrerslaufbahn widersetzt, weil es natürlich genau dieses Feststecken dann in diesem klebrigen Morast geblieben wäre. Und da ist natürlich die kantische Philosophie sagen, wie ein Erweckungsruf in diese dunklen Studierstuben dort eingedrungen und war wirklich sozusagen der Ruf der Freiheit, der da auf einmal da war und dann auch nicht mehr wegging. Und was ist an diesem Erweckungsruf, wenn Sie so sagen, der Aufklärung durch Kant, was ist sozusagen das Skandalon für eine theologische Welt? Was ist das, wo man sagen kann, da hat es diese explosive Kraft, was macht das aus? Na, es geht wirklich darum, dass eben nicht mehr sagen, Gott oder sozusagen eine höhere Instanz sozusagen die Letztbegründungsebene für unser Wissen ist. Also es gibt sozusagen nicht mehr diese Art von prästabilierter Harmonie, wie es vielleicht noch sozusagen in den rationalistischen Philosophien des 17. oder Anfang sagen, des 18. Jahrhunderts noch gang und gäbe war, sondern an diese Stelle tritt eben jetzt das Subjekt. Ja. Und das Subjekt ist eben auch prinzipiell immer ein endliches Subjekt, auch ein fehlbares Subjekt. Das in gewisser Weise auch auf diese sagen, übernatürliche Ordnung nicht verzichten kann, aber sich anders auf sie beziehen können muss. Also es ist sozusagen der letzte Rechtfertigungsgrund bricht sozusagen weg oder wird sozusagen von der sagen, überweltlichen Distanz in die weltliche Instanz verlagert. Das heißt, man hat mit Hilfe dieser Art Beschränkung auf den Einzelnen. Genau, ja. Und in der Beschränkung, in der Zurücknahme ist zugleich eine Kritik an der Idee einer überwölbenden Welt, die uns vorgibt, was wir zu denken haben, enthalten. Genau, und das ist natürlich sowohl auf die politische, also sagen auf die religiöse Sphäre gemünzt, aber natürlich dann auf die politische. Und auf der politischen sind das natürlich sozusagen die Systeme der Feudalherren. Und an der Stelle, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, ist auch sagen, das Ereignis kann als im Kopf stattfinden eines, was mit dem politischen Ereignis der Französischen Revolution etwas einige Jahre zuvor auch doch relativ synchron geht. Und deshalb wahrscheinlich auch, wenn ich es richtig verstehe, bei den Lehrern dort in Tübingen auch für einige Sorge oder einige Sorge bereitet hat. Genau, also man hat gemerkt, hier ist sozusagen die neue kantische Philosophie da, sagen, da führt kein Weg mehr vorbei. Aber sie haben natürlich dann versucht, sie sagen, also den Gott, den Kant sagen, hinausgeworfen hatte, sozusagen zur Hintertür wieder hereinzuführen. Also das sind sozusagen die Bewegungen, die dann dort in Tübingen vor Ort stattfinden. Also dass man durchaus versucht, sozusagen die kantische Philosophie aufzunehmen, aber sie in ihrer radikalen Konsequenz auch ein bisschen abzumildern. Und das sind aber natürlich so Abmilderungsformen, mit denen sich so jemand wie Schelling, Hölderlin oder Hegel nicht zufrieden geben, sondern die wollen dann schon aufs Ganze gehen und wirklich auf das autonome Subjekt setzen und auf die Form der politischen Selbstbestimmung und sehen eigentlich, dass da sozusagen eine ganze Gesellschaft im Umbruch ist. Und das ist, glaube ich, das große Ereignis, was durch diese wirklich zwei Pole, einerseits Paris und Königsberg, sich dann sozusagen in Tübingen anbahnt und in Jena dann aber wirklich sozusagen die Sprengkraft entwickelt. Stattfindet, sozusagen sich eignet. Also das, was wir eben heute sozusagen als klassische deutsche Philosophie verstehen. Und auf diesem Weg von Tübingen nach Jena, kann man sagen, mussten diese drei Herren erst einmal aus dieser Verpflichtung heraus Theologen zu werden. Sie hatten ja studiert an diesem Stift, mit der Verpflichtung ins Amt zu gehen, des Theologen anschließend. Wie kann man sich vorstellen, wie schaffen das, was sind die Wege, auf denen man sich sozusagen emanzipieren kann, auch von dieser Berufsrolle, für die man eigentlich gedacht war? Das Naheliegendste war erstmal eine Hofmeisterstelle anzunehmen. Also vielleicht bei Familien als Lehrer zu fungieren. Genau. Also, weil diese Hofmeisterstellen waren immer schon dafür da, dass man gewissermaßen auf das Pfarramt, was vielleicht noch nicht zur Verfügung stand, warten musste. Also es war, wie soll ich sagen, es war so eine Art Alibi, was man hatte. Ich mache erstmal die Hofmeisterei in, bei Hegel war es dann irgendwie in Bern. Als Interim. Und bei Hölderlin war es dann eben eine Hofmeisterstelle in Waltershausen bei Meiningen, in Thüringen bei Charlotte von Kalb. Und
Genau, das war sozusagen erstmal als Interim geplant, aber natürlich hatten all diese Schelling, Hölderlin, Hegel im Sinn, danach nicht irgendein Pfarramt zu besetzen, sondern sagen, in der Zeit weiter zu lesen, weiter zu schreiben, weiter zu studieren und sich eigentlich sukzessive so eine Existenz als freier Schriftsteller aufzubauen. Also entweder eine Existenz als freier Schriftsteller aufzubauen oder eben eine akademische Karriere. Das waren die Wege, die man sozusagen, wenn überhaupt, gehen konnte, wobei der Weg des Akademischen wahrscheinlich der war, der am ehesten noch vorgeprägt war. Genau, das wäre ja auch noch der Weg gewesen, den man jetzt, sage ich mal, gegenüber den Eltern noch hätte irgendwie als vermitteln können. Als renommierter Weg. Als renommierter Weg zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie als außerplanmäßiger Professor dorthin oder dorthin berufen worden und aus der außerplanmäßigen Professur folgt dann irgendwann die ordentliche Professur. Aber wie gesagt, die Hofmeisterstelle war in der Regel so ein Interimszustand, in gewisser Weise auch ein Alibi, auf der man erstmal so 5, 6 Jahre schauen konnte. Was macht man mit dem Talent und mit den Gedanken, die man sozusagen in sich entdeckt hat, und wohin führt einen das? Ne? Und können Sie kurz sagen, die drei Dioskuren oder Hölderlin, Hegel, Schelling, wie kamen Sie nach Jena? Also wie hat man sich das vorzustellen konkret? Wann waren Sie dort? Ja, das sind alles recht unterschiedliche Wege. Also ich hatte es erwähnt, Hölderlin tritt 1793 eine Hofmeisterstelle eben in der Nähe an, also in Thüringen, Meiningen ist nicht gar so weit entfernt von Jena. Und er tut das auch deswegen, weil Fichte zu der Zeit schon sozusagen der große philosophische Lehrer, Star in Jena ist, und er will unbedingt Fichte hören. So, also er beschafft sich diese Hofmeisterstelle nicht nur aus Alibi-Gründen, sondern schon auch mit einem gewissen Hintergedanken, weil er weiß, dass er auch Vorlesungen bei Fichte wird hören können. Das geschieht dann auch im Jahr 1794, also dem Jahr, in dem auch Fichte nach Jena berufen wird. Und Hals über Kopf verlässt Hölderlin im Mai 1795 dann die Stadt. Man weiß heute nicht so richtig. Das ist ein Bruch eigentlich. Es ist ein Bruch. Man weiß bis heute nicht, sagen, aus welchen Gründen das geschieht, weil es sagen, keinen brieflichen Zeugnis so gibt, in denen Hölderlin erklärt, was jetzt zu diesem Bruch geführt hat. Es gibt verschiedene Geschichten, die man sich erzählt. Mhm. Also es gibt die Geschichte, dass er mit Schiller aneinander geraten ist. Also es ist eher eine Flucht aus Scham. Es war eigentlich auch im schwäbischen Gönner, ne? Und Mentor. Ja, genau. Also er war von Schiller auch schon eingeladen worden, für die Zeitschrift für die Horen zu schreiben. Und also die Erzählung, die man sich jetzt um Schiller und Hölderlin herum erzählt, ist so ein bisschen die Erzählung, das große Idol, dem man nicht genügen konnte, und Hölderlin, der aus Scham geflüchtet ist. Es gibt Geschichten über homoerotische Neigungen, die er zu seinem Studienkollegen Isaac Sinclair, mit dem er auch ab dem April 1795 in einem Gartenhaus vor den Toren der Stadt, heißt es immer, zusammen gewohnt hat. Es gibt eine Geschichte über ein unehrliches Kind mit der Dame in Waltershausen. Also was Skandalträchtiges, also wohl das homoerotische, wie auch das uneheliche Kind. Etwas Skandalträchtiges. Und dann gibt es sozusagen auch noch die Geschichte, dass eben eine, die Roseline Steudlin gestorben ist, also sozusagen eine nahe bekannte, gute Freundin einer seiner besten Freunde. Und dass er deswegen eben Hals über Kopf Jena verlassen hat, um dort zu trösten und dann das heißt, für die Freunde und Bekannten da zu sein. Das heißt, die Geschichte Hölderlin und Jena ist eigentlich eine Geschichte eines Scheiterns. Jena ist nicht der Ort, an dem Hölderlin aufblüht. Noch nicht. Also er hat sicherlich großartige Momente dort. Also er kommt eben in Berührung mit Fichte, trifft Novalis auch bereits in Jena, hat eben auch Diskussionen über Offenbarung, über Religion, über all diese Dinge, die eben um 1800 dann auch nochmal so wirklich radikal zur Debatte stehen. Insofern würde ich jetzt das gar nicht sozusagen als ein generelles Scheitern betrachten. Aber natürlich dieser überstürzte Abschied aus Jena lässt einen vermuten, dass da irgendwie auch nicht alles glatt gelaufen ist. Und insofern ist es sicherlich sozusagen ein lebensbiografischer Bruch, dass Hölderlin diese Erfahrung, die er dort gemacht hatte, nicht weiterführen könnte. Und die auch im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, auch seinen späteren Stationen entspricht. Also man kann ja nicht sagen, dass Hölderlin je irgendwo angekommen ist. Es sei denn am Ende im Turm als jemand, der als chronisch krank gilt. Schelling kommt 1798 nach Jena. Der hat vorher auch die Hofmeisterlaufbahn
absolviert mit einer Familie sozusagen aus Stuttgart, von denen er sonst zwei Zöglinge betreut, mit denen sogar noch nach Leipzig geht, hört dann auch noch in Leipzig ein paar Vorlesungen und dann erreicht ihn also im Sommer 1798 also ein Ruf von Johann Wolfgang von Goethe, das ist sozusagen so die zentrale Figur. Der spricht den Ruf aus. Der spricht den Ruf aus, weil Schelling eben, genauso wie ich es vorher gesagt hatte, während dieser Hofmeisterzeit schon mit einer Reihe von Publikationen hervorgetreten ist. Also Schelling profiliert sich mit seiner Naturphilosophie. Da erscheinen also schon etliche Schriften und Goethe, der eben genau an diesen auch naturwissenschaftlichen oder Naturforschungsfragen interessiert ist, dann registriert das sofort und sieht, der Mann ist 23 oder 22 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Den müssen wir nach Jena berufen. Und Schelling bemüht sich eigentlich die ganze Zeit darum, eine akademische Stelle in Tübingen zu bekommen, ist dann aber heilfroh, dass er nicht wieder zurück nach Tübingen muss, sondern eben nach Jena kann, weil Jena zu der Zeit eben einen sehr viel liberaleren Ruf genießt, als es eben seinerzeit in Tübingen war. Das heißt, Goethe ist schon in dem Moment jemand, der aus eigenen Interessen, was lernen zu wollen, einen klugen Kopf in die Region zu ziehen, den Blick hat, Schelling ist solch ein kluger Kopf, könnte mit mir in Diskussionen über die Natur, Naturphilosophie, ein eminenter Gesprächspartner werden. Ja. Also wenn man es sehr verkürzen würde, könnte man auch wirklich sagen, purer Eigennutz, der aus dieser Berufung spricht. Des Weiteren wusste natürlich aber auch Goethe, dass sich so jemand wie Schelling extrem gut zur vorherigen Berufung von Fichte fügt. Also dass da andere auch Synergieeffekte entstehen. Das heißt dass nicht nur, dass er Goethe jetzt davon eine persönliche Bereicherung erfährt, sondern eben auch das ganze intellektuelle Umfeld drumherum. Also Schelling war jemand auch, der sozusagen vom intellektuellen Profil sehr gut gepasst hat. Also man kann auch sagen, dass dieses Ereignis Weimar-Jena durchaus auch von den Rollen der Kulturpolitiker, des Geheimrates von Karl August, des Fürsten von Weimar abhing, der die Fähigkeit hatte, für Jena auch Köpfe zusammenzubringen. Ja. Also den Fürsten so zu beraten, dass Leute berufen werden, die tatsächlich die Spitze der damaligen Philosophie repräsentieren. Exakt. Und die eben gewissermaßen immer sozusagen auch die Leute nachzogen. Also Schiller war eben schon Ende der 80er Jahre nach Jena gekommen, hatte diese ganzen Zeitschriftenprojekte, zog durch diese Zeitschriftenprojekte schon sozusagen philosophische, literarische Köpfe an, die Horen, die Thalia. Und Fichte hatte ich erwähnt, jetzt kam Schelling und Schelling zog jetzt, die Trias zu vollenden, zog dann eben Hegel nach sich. Die hatten sich also auch noch in Tübingen im Stift kennengelernt, hatten längere Zeit keinen Kontakt gehabt. Also es liegt man hat wirklich nur so losen Kontakt gehabt, so 5 Jahre etwa. Und der meldet sich auf einmal wieder. Hegels Vater ist gestorben, Hegel bekommt ein Erbe, von dem er also jetzt glaubt, also bis dahin hat er nicht sehr viel auf die Reihe bekommen, knapp 30 Jahre alt, also wie Hölderlin eben auch, Jahrgang 1770, knapp 30 Jahre alt, 31 Jahre alt und mit diesem Erbe beschließt er dann, okay, jetzt oder nie und macht sich also zu seinem alten Studienfreund Schelling nach Jena auf und trifft dann eben im Winter 1801, 1802 in Jena ein und merkt natürlich, okay, ich habe jetzt erstmal unglaublich viel nachzuholen, weil hier herrscht ja ein ganz anderer Ton. Und er holt dann das alles sehr, sehr schnell nach und dann entwickelt seine eigene Philosophie, die dann später in der Phänomenologie des Geistes sozusagen ihren programmatischen, epochalen Ausdruck findet. Und das heißt, diese Befreiung durch das Erbe schafft ihm eine Unabhängigkeit, die er vorher nicht hatte. Er muss quasi keinen anderen Brotberuf wie die des Hofmeisters annehmen, sondern er kann tatsächlich frei forschen, wahrscheinlich unbestallt, unbesoldet an der Universität arbeiten, aufgrund des finanziellen Erbes, was er gemacht hat, der Unabhängigkeit, die er errungen hat. Also man muss sich das nochmal voll auf Augen führen, also sagen, ordentliche Professuren hatten die alle nicht. Hatten die alle nicht. Ne? Also sozusagen die außerplanmäßigen Professuren bestanden eben daran, dass man zwei Vorlesungen, eine öffentliche und eine private, gehalten hat. Und eine davon musste man eben ohnehin tun, die öffentliche, und für die private konnte man eben Kolleggelder nehmen. Aber sehr viel Geld kam dabei eben auch nicht rum. Also es hat vielleicht fürs Leben sozusagen gereicht, aber es war jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit so einer Geheimratsstelle, wie Goethe sie in Weimar hatte. Ne? Also es ist sozusagen eine ganz andere Liga. Sie haben es in Ihrem Buch sehr schön auch beschrieben, finde ich, dass Schelling und Hegel, die sich dort wieder treffen, relativ rasch dieses
Symphilosophieren, Zusammenphilosophieren, Praktizieren, einem Zeitschriftenprojekt, dem kritischen Journal für Philosophie. Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen und was ist sozusagen der Punkt, wo Sie hinwollen und wie sind Sie beide als doch sehr verschiedene Leute da zu sehen in diesem Projekt? Mhm. Interessant daran ist vielleicht, wenn man es mit dem Athenäum so ein bisschen auch kontrastiert, weil es gab eigentlich... Athenäum ist die Zeitschrift der sogenannten Roman, also ja. Der Schlegelbrüder. Ja. Ich versuche in dem Buch eher mal auf diese kategorialen Zuschreibungen Idealisten und Romantiker zu verzichten, aber das ist vielleicht nochmal eine eigene Geschichte, über die wir gerne noch sprechen können. Genau, also es gibt schon diese Zeitschrift des Athenäum, die in einer kleinen Auflage erscheint, aber auch recht einfach gemacht ist, aber trotzdem sehr wirkmächtig ist und nicht nur in Jena gelesen wird, sondern das Publikum anspricht, sondern auch in Berlin gelesen wird, also sozusagen in Zentren, wo man sagt, da spindet die Aufklärung statt, da bildet sich jetzt auch sozusagen ein neues Bürgertum, was es in der Form noch nicht vorher gegeben hat. Und das Interessante ist nun zum Beispiel, dass in dem Athenäum jeder immer mit seinem eigenen Namen unterschreibt. Also da steht dann irgendwie A wie Schlegel oder F Schlegel. Das heißt, die Beiträge sind gekennzeichnet. Von Individuen. Von Individuen, weil das eben auch zu der Konzeption sozusagen romantischen Philosophierens gehört. Also natürlich gibt es auch diese Art von Sim-Philosophie oder Sim-Poesie, aber es geht doch irgendwie um eine individuelle Person. Mhm. Schelling und Hegel machen das nicht. Sondern? Die beschreiben und veröffentlichen gemeinsam diese Beiträge. Mhm. Also es ist auch so eine Zeitschrift, in der verschiedene Abhandlungen gewissermaßen erscheinen. Und heute natürlich kann man mit philologischen Mitteln versuchen nachzuweisen, dieser Beitrag zu so und so viel Prozent eher Hegel oder Schelling oder so zu schreiben. Aber sie haben sozusagen schon einen ganz anderen Philosophiebegriff, der sozusagen nicht mehr auf diese Art von sozusagen Vereinzelung und Individualität abzielt, sondern eher wirklich dieses große Systemdenken in den Vordergrund stellt. Das haben sozusagen die Schlegelbrüder auch, aber auf eine doch andere, vielleicht individuellere Weise, um es mal so ein bisschen holzschnittartig zu formulieren. Und das haben eben Schelling und Hegel nicht. Aber trotzdem merkt man sehr schnell, dass sich Hegel in eine ganz andere Richtung entwickelt und seinem Mentor Schelling, der ihm da erstmal sozusagen Eintritt auch in die Jener Kreise gewährt, auch nach kurzer Zeit wirklich so philosophisch überflügelt. Und man merkt, Hegel hat da noch wirklich was ganz anderes vor und bleibt jetzt nicht auf dem Schellingschen Standpunkt des Philosophierens stehen. Und wenn man das so richtig sieht, in Ihrem Buch, Sie schaffen es ja immer wieder auch so knapp pointiert Kerngedanken der jeweiligen Philosophen darzustellen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist für Hegel die Idee der Dialektik entscheidend und für Schelling die Idee der Identität. Wenn Sie sozusagen dem Laien, auch im Publikum, die jetzt zuschauen, auch ein Stück erklären, was hat es damit auf sich? Identität, Dialektik sind ja hochabstrakte Begriffe. Was kann man darunter verstehen? Was macht diese Spannung zwischen beiden aus, die dann doch zusammenkommt? Na, ich glaube, man kann sich vielleicht auch wieder, wenn man sozusagen von der großen Zeitdiagnose ausgeht, vielleicht ganz gut vorstellen. Also sagen, die Zeitdiagnose ist wirklich, hier gibt es eine Zeit im Umbruch. Hier ist sozusagen ein Bruch geschehen, der auch nicht wieder rückgängig zu machen. Durch Kant bedingt, durch die Französische Revolution. Also da sind auf einmal Gedanken in der Welt, die sagen, wirklich alles althergebrachte, sagen umstürzen. Also früher hat man gesagt, der König ist tot, es lebe der König. Also es gab natürlich auch Umbrüche, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Kategoriale Umbrüche. Es gibt wirklich kategoriale Umbrüche, nichts mehr wie zuvor. Und das ist sozusagen eine Differenz, die eintritt, sowohl in die Lebenswelt, also die Lebenswelt verändert sich radikal, als auch eben im Denken. So, also es gibt irgendwie eine Differenz zwischen... Ein Vorher und ein Nachher. Ein Vorher und ein Nachher, sozusagen in temporaler Hinsicht und eben auch aber sozusagen in erkenntnistheoretischer. Also das ist sozusagen ich als sozusagen Subjekt, das erkennen möchte und die Welt, die eben sich entweder erkennen lässt oder vielleicht auch nicht erkennen lässt. Ja, aber diese Fragen spielen auf einmal eine Rolle. Das heißt, Differenz ist eigentlich erstmal der Ausgangspunkt. So. Und Schelling findet sehr schnell, vermittelt durch seine Platon-Lektüre, aber eben auch durch Jacobi vermittelte Spinoza-Lektüre, also zu einer sozusagen Identitätskonzeption, die all diese Widersprüche, Differenzen, Konflikte, die auftreten sollen, sozusagen wie so eine große Glocke, ja,
in sich vereinen. Also die Differenzen sind überhaupt gar keine qualitativen Differenzen, sondern sind sozusagen eigentlich nur vordergründige Differenzen. Sozusagen, wenn wir sozusagen das wahre Wesen der Welt erschauen, durch eine intellektuelle Anschauung, wenn Schelling das, dann sehen wir, dass sozusagen alles eins ist. Das heißt, die Wahrnehmung, die Diagnose des Vorher-Nachher ist vordergründig. Genau, das ist vordergründig, also sagen nicht in der vordergründig, dass es sozusagen jetzt auch sagen egal wäre, ja. Aber sie ist sozusagen nur scheinhaft. Es gibt einen scheinhaften Hintergrund. Genau, es gibt einen Hintergrund und sagen, der Hintergrund ist sozusagen eine Identität, die eigentlich alle Differenzen wieder umschließt. Und das ist eben begründet, diese Identität, was ist sozusagen der Grund des Gemeinsamen, des Umfassenden? Und das sagt Schelling, ist die Vernunft. Also Schelling sagt, und der Philosoph ist der die Vernunft erkennt. Exakt, genau. Also Schelling sagt sozusagen, wir können, wenn wir nicht annehmen, dass die Vernunft dasjenige ist, was diese Differenzen auch wieder sagen, in Vermittlung setzt, dann sind wir komplett auf verlorenem Posten. Das heißt, und man könnte sagen, wo der kritische Idealismus Kants einer ist, der Widersprüche auch zeigt, Antinomien, ja. Ist dieser spekulative Idealismus einer, der den Philosophen in der Rolle sieht, dessen, der die Deutungsfähigkeit hat, hinter aller Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit die eigentliche tiefere Einheit zu sehen. Mhm. Ja. So könnte man das sagen? So könnte man das sagen. Also der Philosoph ist privilegiert als Sehender. Es gibt immer eine privilegierte Stellung des Philosophen. Das wird natürlich selber dann auch theoretisch zum Problem gemacht, weil dann also auch diese Philosophie, die Schelling dort entwirft, der Identität, gerät in eine Krise. Auf einmal ist es nicht mehr der Philosoph, sondern auf einmal ist es der Künstler, der diese privilegierte Erkenntnisposition besitzt. Aber sie also, gibt es sozusagen. Genau, es gibt immer diese privilegierte Erkenntnisposition. Und die Frage ist nur, okay, welche theoretischen Mittel, Wege muss ich einschlagen, um in diese privilegierte Erkenntnisposition zu kommen? Also sozusagen durch die Differenzen hindurch, auf sozusagen dieses Gesamtbild einer Einheit zu schauen. Und da ist eben so dieses alte heraklitische Henkaipan, also alles in einem, ist da wirklich so die entscheidende Gedankenfigur, die sagen, aus der Antike aufgenommen wird und sagen, modern transformiert wird. Und Hegel? Wunderbar, genau, ja, das genau. Würde ich jetzt gerade wunderbar erzählen Sie weiter. Und Hegel, Hegel könnte man sagen, dockt eigentlich eher wieder mehr an Kant an, also obwohl Kant vielleicht der größte Gegenspieler für Hegel zeitlebens gewesen ist, weil Hegel die Widersprüche in der Welt ernster nimmt, könnte man sagen. Also sie sind nicht sozusagen nur nicht so rasch auflöst. Nicht so rasch auflöst. Es gibt sozusagen auch nicht, natürlich gibt es auch für Hegel eine privilegierte Position des Philosophen, ohne Frage. Aber dann diese Widersprüche, und da kommt jetzt eben auch die Dialektik ins Spiel, müssen sagen, selbsttätig miteinander vermittelt werden. Und dass die miteinander vermittelt werden, das ist eben auch ein geschichtlicher Prozess. Und das machen die Philosophen wahrscheinlich auch. Der Philosoph ist natürlich auch derjenige wieder, der diesen ganzen Prozess schon vollzogen hat und am Ende dieser Entwicklung steht. So, also so stellt sich das eben Hegel in der Phänomenologie des Geistes vor. Der Überblick hat. Der den Überblick hat. Aber trotzdem, die Widersprüche sind eben, also während Schelling durch die Widersprüche hindurch eben auf diese Art von Hintergründiger alles sozusagen grundierender oder über eine überwölbende Einheit schaut, ist halt Hegel jemand, der die Widersprüche noch mehr zulässt und wirklich schaut, sozusagen, wie sich aus dem einen Widerspruch der andere Widerspruch geradezu sozusagen notwendig ergibt und sozusagen immer wieder auf eine höhere Ebene auch den geschichtlichen Entwicklungsprozess vorantreibt. Also man könnte sagen, bis zu einem Punkt, in dem er sich erfüllt, oder? Genau, also so hat sich das Hegel vorgestellt. Und für ihn war natürlich das Geschichte ist ein Prozess von dialektischen Widersprüchen, die zu einem guten Ende kommen. Die zu einem guten Ende kommen, die sozusagen zu einer Versittlichung des Menschengeschlechts führen. Die der Gesellschaft. Der Gesellschaft. Und für Hegel war es natürlich vor allem das Recht. Also das war sozusagen der Kerngedanke. Also Versittlichung ist Verrechtlichung und eben auch Verstaatlichung. Und wenn ich es richtig verstehe, auch sozusagen die französische Revolution mit dem historischen Ereignis Napoleon als dialektischer Prozess, der mit dem Code Napoleon dann doch zu einer Verrechtlichung führt, die über Frankreich hinaus Europa beglückt. Kann man das so sagen? Genau. Also deswegen war für Hegel eigentlich das Ende der Geschichte, das viel zitierte Ende der Geschichte, hat für Hegel tatsächlich ein Datum und einen Namen. Und das Datum ist eben der 14. Oktober 1806. Und der Name ist eben Napoleon Bonaparte, der mit durch seinen... Jena.
mit seinen Truppen in Jena einfällt und das preußisch-sächsische Heer eben vernichtend schlägt und damit sagen eben auf der rechtlichen oder auf der bürgerlich-zivilrechtlichen Ebene eben diesen Code Napoleon einführt. Und das ist für Hegel sozusagen die entscheidende geschichtliche Bewegung, wo er sagt, hier ist eigentlich eine Entwicklung an ein Ende gekommen. Das heißt, von Tübingen ausgehend, damals sozusagen die Koinzidenz, Französische Revolution, bei uns Kantlektüre, ja, findet in Jena nicht nur eine Koinzidenz, sondern sie fallen zusammen. Sie fallen zusammen und bilden sozusagen sogar einen Abschluss. Ja. Und die Dialektik liegt darin, dass die Französische Revolution in den Code Napoleon übergangen ist, eine Versittlichung der gesamten Gesellschaft, einer Gleichheit auf europäischer Ebene. Genau. Ja, vielen Dank erstmal für diesen ersten philosophiehistorischen Ritt, was Tübingen, aber vor allem Jena dann sozusagen an Ereignissen bedeuten. Sie haben es eben schon angedeutet, dass dieses Ereignis Jena, diese Republik der freien Geister, nicht denkbar ist ohne die, auch wenn Sie sich scheuen, die Romantiker, die zu dieser Zeit ebenfalls sehr präsent dort waren. Was hat man sich unter diesen Herrschaften vorzustellen? Wer sind sie vor allen Dingen? Novalis, der Name fiel schon. Ja. Gebrüder Schlegel. Was für eine Truppe ist das, etwas salopp gesagt? Eine Gruppe, wie man sich sozusagen, man muss sich diese Gruppe, glaube ich, gar nicht als Gruppe vorstellen, sondern eben sehr heterogen und wirklich als Individuen, als Einzelne. Wirklich als Individuen, als Einzelne. Und deswegen habe ich eben auch in diesem Buch versucht, immer sagen, auf die Protagonisten selbst zu lenken und sie sagen, nicht jetzt einfach als sozusagen immer zu vergruppieren und sozusagen als einheitliche Bewegung darzustellen. Das ist lange Zeit passiert, aber ich wollte das eben ganz, ganz anders machen. Und das sind Menschen eben wie Friedrich Schlegel, die zum Beispiel wirklich eine Existenz als freier Schriftsteller anstreben. Also die nicht gelehrt in dem strengen Sinne. Nicht gelehrt in dem strengen Sinne. Also die haben sozusagen auch etwas Ordentliches studiert. Also im Fall von Friedrich Schlegel war das eben die Jurisprudenz gewesen, die Rechtswissenschaft. Aber sie sind eben auch nicht. Das unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen jetzt von den Kern der Idealisten. Sie sind auch gar nicht so sehr erpicht darauf, jetzt zu sagen, akademische Lehrer oder akademische Philosophen zu werden, sondern sie befinden sich genauso irgendwie auf der Schnittstelle zwischen Literatur und Philosophie. Also sie wollen noch mehr, sie kommen noch mehr aus dem Leben und wollen noch mehr ins Leben auch wieder zurückwirken. Vielleicht könnte man das über eine literarische Vermittlung. Über eine literarische Vermittlung. Und deswegen sind das eben auch alles Figuren, die literarisch schreiben. Also auch Schelling hat Gedichte geschrieben, so ist es nicht. Aber sagen, die verstehen es wirklich als ein poetisches Handwerk und sagen, rücken auch die Philosophie sehr viel stärker an die Dichtung ran oder eben die Dichtung sehr viel stärker an die, an die Philosophie. Wir haben Dorothea Schlegel, die aus einer, also Friedrichs Geliebte, die aus einer Ehe mit einem wohlhabenden Bankier flüchtet, Simon Weidt, mit dem sie im Alter von 16 Jahren verheiratet Tochter wurde. Tochter von Moses Mendelssohn, also sozusagen eine junge Frau, die wirklich sozusagen in der Hochkultur der Berliner Salonkreise um 1800 Berliner oder ein bisschen so deutsch-jüdische Aufklärung. Deutsch-jüdische Aufklärung sozusagen groß wird, auch mit dem Goethe-Kult groß wird. Und aber irgendwann eben auch aus diesem Korsett versucht auszubrechen. Und auf einmal erscheint eben im Salon der Henriette Herz so ein junger Typ und das ist Friedrich Schlegel. Und der verwirrt den Kopf der, nein, also das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte sie nicht gewusst, was sie tut. Sie wusste schon genau, was sie tat. Sie verliebt sich in ihn. Sie verliebt sich in ihn und es entsteht ganz schnell eben der Wunsch, dass man eben jetzt gemeinsame Sache macht und eben wirklich alles auf eine Karte setzt und sagt, wir sind jetzt freie Existenzen und wir versuchen, so gut es geht, von dieser auch schriftstellerischen Existenz zu leben. Und ist ja auch ein Stück, wir hatten letztens Manfred Geiler zu Wilhelm von Humboldt, ja auch ein Stück der Eros. Der Eros sowohl im philosophischen als wie im menschlichen Sinne, der dann auch zwei zusammenbringt, die sich verstehen im Denken, aber auch im Leben. Ja, ja. Bei August Wilhelm Schlegel und Caroline Schlegel ist es dann wieder noch ein bisschen anders. Da ist es vielleicht der Eros der Caroline Schlegel erstmal, die kommt auch aus einem sehr sagen, hochkulturellen, sagen, traditionell professoralen Umfeld in Göttingen. Das ist sozusagen so die Berliner Doublette, auch alte Aufklärung. Versucht dort auch zu flüchten, geht nach Mainz, verliert sich dort in die Wirren der Mainzer Republik,
gerät in Gefangenschaft, ist schwanger von einem französischen Besatzungsoffizier. Also keine regelrecht bürgerliche Biografie. Also es sind eher eigentlich bürgerliche Randexistenzen. Schillernd. Ja, eben schillernde, also sozusagen Figuren, die aus ihrem bürgerlichen Leben eigentlich versuchen auszubrechen. Mhm. Ja. Und das könnte man vielleicht so sagen. Stück. Abenteuerlich, ja, die sagen, wirklich ihr Leben sagen, im entscheidenden Moment auch der Gefahr aussetzen, der Gefahr des Scheiterns. Das heißt, und sie scheitern auch alle auf ihre Weise. Das ist auch wirklich das Interessante an diesen Figuren. Also so jemand wie Hegel hat auch ein relativ langweiliges Leben. Das heißt, diese Figuren sind individueller und dadurch auch nicht konventionell so eingebunden. Mhm. Das heißt, die Konventionen werden zugunsten des Individuellen ein Stück gebrochen, überschritten, missachtet manchmal. Das Individuelle ist entscheidender als das Konventionelle. Ja. Der Konventionelle aus diesem Kreis ist dann wirklich noch August Wilhelm Schlegel, weil das sozusagen wirklich ein Gelehrter der alten klassischen Schule ist. Also sozusagen der bleibt es auch ein Stück. Ja, der bleibt es sozusagen. Ein deutscher Professor, wie er im Buch steht. Ja. Und Caroline ist sie auch die sich dann wieder trennt von ihm. Die sich wieder trennt von ihm. Also August Wilhelm Schlegel nimmt sie nach dieser Zeit, nach dieser wirklich abenteuerlichen und gefährlichen Zeit, die sie da in Mainz gehabt hat, nimmt er sie sozusagen ein bisschen auf, gibt ihr auch wieder den Schutz. Als Ehefrau. Als Ehefrau. Und sie führen eigentlich eher keine erotische Beziehung, sondern eher eine freundschaftliche Beziehung. So. Aber das ist ja auch schon wieder ein Schutzraum sozusagen. Ein Schutzraum könnte man sagen, aber man könnte es natürlich auch wieder in romantische Terminologie übersetzen, dass eben sich das auch gar nicht miteinander ausschließen muss. Also dass eben Liebe auch Freundschaft sein kann und dass sozusagen jetzt nicht alles kirchlich institutionell immer so gelabelt und Sie haben mal von einer offenen Wohngemeinschaft geschrieben, in einem heutigen Begriff. Ja, genau. Also das ist letztendlich Kommune, das Wort fiel auch. Genau, das ist letztendlich das, was sich in Jena herausbildet. Also Caroline Schlegel und August Wilhelm Schlegel sind eben seit 1796 schon da. Die heiraten 1796, ziehen dann gemeinsam nach Jena, weil es eben auch schon den Kontakt zu Schiller gibt. Mhm. Schiller ist, wie ich schon sagte, so irgendwie ein Magnet und Anziehungspunkt. Und 3 Jahre später kommt dann der Bruder Friedrich Schlegel mit seiner Geliebten Dorothea Veit auch nach Jena und man schließt sich dann dort zu einer Art Wohngemeinschaft zusammen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, jeder ein Haus mit 4 Stockwerken und jeder bewohnt gewissermaßen den Etage und man trifft sich abends und mittags eben am Tisch. Also wie Vorläufer der 68er sozusagen, die Wohngemeinschaftsbewegung. Ja. Und wenn man nochmal sozusagen überlegt, was macht sie aus als Philosophen, wo liegen auf unsere Zuschauer, wo liegen die Unterschiede zu den spekulativen Idealisten, die Romantiker als stärkere Individualisten. Wie drückt sich das in ihrem Denken aus? Das drückt sich insofern in ihrem Denken aus, als sie eben einerseits genauso wie Hölderlin, Schelling und Hegel eben sagen, ja, wir müssen diese Differenzen, die jetzt irgendwie aufgetreten sind im Sein, im Denken, in der Lebenswelt, die müssen irgendwie wieder überbrückt werden. So, und es muss wieder sagen, auch ein System geschaffen werden, das irgendwie all diese Widersprüche auch miteinander vermittelt. Aber, und das ist eben der Gedanke, der sich bei allen diesen Protagonisten bahnbricht, es gibt, so gut wie es das System gibt, gibt es auch immer das Antisystem. So. Und das heißt, die Romantiker, könnte man sagen, etwas mit dem Begriff, sind Antisystematiker. Sind Antisystematiker, aber in einem streng systematischen Sinne. Das müssen wir uns erklären, was meint das genau? Naja, eben nicht, dass man den Widerspruch auflöst. Also Schelling und Hegel sind große Denker des Widerspruchs, aber sie sind eben auch große Denker der Versöhnung. Mhm. Und man könnte sagen, die Romantiker, das sind einfach alles sehr unversöhnliche Denker. Das heißt, und das macht sie eben aber auch so spannend und so modern, weil sie den Widerspruch nicht nur zulassen, sondern sie halten ihn auch aus. Das heißt, die Romantik ist ja das berühmte, man denkt Romantik an das Heidelberger Schloss, sozusagen eine Ruine, man denkt an das Fragment, also eine typische romantische Form. In diesem Sinne, ja, dass das fragmentarische, unabgeschlossene, vielleicht auch zertrümmerte, doch sein Recht hat, so zu bestehen. Ja, ja, genau. Nicht künstlich ergänzt zu werden. Nicht künstlich ergänzt zu werden, sondern immer wieder sozusagen neu von der, man nennt es dann historischen Einbildungskraft, immer wieder neu von der historischen Einbildungskraft sozusagen bewegt und sozusagen zum Leben erweckt zu werden. Weil überall dort, wo etwas fehlt, sind wir überhaupt erst aufgerufen, sozusagen selbsttätig die Welt zu gestalten. Also eine Welt, die, in der alles schon vorhanden wäre und alles da wäre und alles heil wäre, sozusagen, wäre auch eine
auch nur eine göttliche Welt, wäre auch nur sozusagen eine einfache Welt, wäre auch nur eine langweilige Welt. Das heißt, der Einzelne als schöpferisches Individuum gefragt. Das ist der Gedanke, der dort ins Spiel kommt und der natürlich genau diesen, also da, jetzt versteht man auch, ne, warum diese Protagonisten sich jetzt alle auch für die Dichtung interessieren, weil natürlich gerade die Dichtung oder die Poesie genau dieses schöpferische Denken. Und das sehr starten. Persönliche, ne? Der Stil ist ja was sehr Persönliches. Ja. Also ist ja, wenn ich richtig verstehe, ist das Dichterische ja auch etwas, was sich im Stil insofern unterscheidet, dass es ja keine gemeinsame Sprache ist wie die Gelehrtensprache, die sozusagen möglichst überindividuell bestimmte Begriffe prägen soll, die alle nutzen, sondern das Dichterische ist eine Form des Sprechens, das hoch individualisiert ist. Hoch individualisiert, aber trotzdem eben auch, und das ist der Anspruch, eben auch ein allgemeingültiges zur Sprache bringen kann. Aber ein allgemeingültiges, was dann das Individuelle nicht nivelliert, sondern da kommt dann wieder der Zug ins Antisystematische, dass man sagt, nein, aber das ist jetzt der Stil eines Autors. Ne? Und der ist sozusagen so unverkennbar, dass er eben auch immer nur der Stil dieses einen Autors oder dieser einen Autorin eben bleiben wird. Und das ist sozusagen dieses Changieren zwischen den Gegensätzen. Und das haben die Romantiker wirklich perfekt beherrscht. Das heißt, es ist der Anfang des modernen Perspektivismus, kann man auch sagen. Absolut, ja. Also genau. Die romantischen Autoren sind, soll ich sagen, es gibt verschiedenste Perspektiven, ja, die sich auch im Stil unterscheiden. Ja. Und diese Perspektiven sollen nicht in ein Gesamtes zusammengebunden werden, sondern sie mögen auch als Einzelperspektiven bestehen bleiben. Mhm. Eine Pluralität, würde man heute sagen, bilden können. Ja, also genau, das sind auch Dinge, die ich dann wiederum aufgenommen habe, um an dieses Buch zu gehen, weil ich mir dachte, irgendwas muss sich ja sozusagen auch in der Form, in der ich jetzt diese Philosophiegeschichte präsentiere, muss ja davon auch irgendwas von diesen Gedanken präsent sein und sagen, einen spinozistischen oder spinozanischen Traktat wollte ich jetzt nicht schreiben. Also sagen, ist diese Idee der Polyperspektivität, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, ganz entscheidend für dieses Buch geworden, weil nämlich die Geschichte immer wieder aus der sagen, Perspektive einer anderen Figur erzählt wird und diese Figurenperspektiven sich sukzessive eben zu einem Panorama vereinigen. Aber es wird eben auch nicht ganz, weil es eben auch nur am Ende sozusagen eine synthetisierende Leistung jetzt des Autors, der dieses Buch geschrieben hat, oder dann der Leser, der eben auch wieder diese verschiedenen Perspektiven zusammensetzt. Und wenn ich es richtig verstehe, Sie als Autor führen Ihre Leser in einem präsentischen Stil durch die verschiedene Figurenwelten hindurch, die aber immer wieder auftauchen. Exakt, also man kommt an verschiedenen Stellen oder an den gleichen Stellen kommt man immer wieder vorbei, aber aus verschiedenen Perspektiven. Und das ist genau diese Form der Polyperspektivität und die findet sich dann auch nochmal... Mit Wiederholungscharakter. Ne? Mhm. Also sagen, weil man kann ja die gleiche Situation aus unterschiedlichen Perspektiven beobachten und das erst heißt Polyperspektivität. Und man kommt eben auch, das ist eben auch ein anderes noch Prinzip des Buchs, man kommt eben auch an derselben Zeitstelle, also es ist auch eine Achronalität gibt, also dass die Zeit vor jetzt nicht... Vor- und Rückblenden sozusagen. Vor- und Rückblenden, sodass man eben jetzt nicht nur einen chronologischen Zeitfluss hat, ne, das ist vielleicht die übliche Vorstellung, Ereignisse in der Zeit, die man dann eben aneinanderreihen kann und die man sukzessive erzählen kann. Nee, ich wollte es halt anders machen, genau dieses Prinzip der Polyperspektivität aufnehmen und immer wieder sagen, die zeitliche Ebene. Das heißt, Sie sind jemand, der den Leser, die Leserschaft im guten Sinne zwingt, nötigt, auffordert, sich mit Ihnen zu bewegen. Ja. Das heißt, der Leser, der Peter Neumann liest, die Leserin, darf gefasst sein, sich bewegen zu können. Ja. In verschiedenen Biografien, in verschiedenen Zeitschichten, ja, jener um 1800. Und eine Episode aus dieser romantischen Schichtung ist mir sehr in Erinnerung geblieben, als Sie schildern, dass dieser Romantiker Friedrich Schlegel seine Antrittsvorlesung hält. Mhm. Also eigentlich was Akademisches und auf eine sehr eindrückliche Art eine Sichtweise Platons, des klassischen Philosophen, liefert, die sich von der Lesart der Idealisten unterscheidet. Können Sie das ein Stück nochmal erläutern? Das fand ich sehr sprechend. Ja. Ja, also das hat auch gerade, glaube ich, mit dem zu tun, was ich versucht habe zu erklären, dieser Zug ins Individuelle oder ins Einzelne oder eben dieses Zusammenrücken von Philosophie und Literatur, weil was Schlegel vor allem von Platon übernimmt, ist eben die Enthusiasmus-Lehre. Also die Begeisterung. Die Begeisterung. So. Und das aber jetzt in einem ganz buchstäblichen Sinne verstanden. Also die Begeisterung, also da steckt der Geist drin, ne? Die Republik der freien Geister. Also dass eben der Dichter derjenige ist, der sich sozusagen aus den
aus der Prosa der Verhältnisse, sozusagen aus den irdischen Verstrickungen. Mhm. Hölderlin nennt es an einer Stelle die Geschichte des eiskalten Tages, oder die eiskalte Geschichte des Tages, so rum. Die eiskalte Geschichte des Tages, der sich da gewissermaßen qua Dichtung, qua Poesie auch hinaus katapultieren kann und zwei Dinge miteinander verbindet. Das taucht im platonischen Dialog Ion, taucht das auf, nämlich einerseits den Wahnsinn. Und im guten Sinne. Den Wahnsinn im guten Sinne, nämlich genau in diesem Art von Entzückung, Begeisterung, Überschwänglichkeit. Der göttliche Wahnsinn. Der göttliche Wahnsinn und die Vernunft. So. Das sind diese beiden Dinge, die zusammenkommen. Und die müssen auch zusammenkommen, weil sozusagen das Dichten ohne die Vernunft wäre wäre wirklich purer Wahnsinn. Und natürlich sozusagen das Dichten ohne den Wahnsinn, also ohne die Begeisterung, wäre sozusagen das rein akademische oder das rein wissenschaftliche. Und andererseits, das heißt, das Romantische, diese Begeisterung im romantischen Sinne, dieser Enthusiasmus ist immer etwas Außeralltägliches. Immer was in diesem Sinne über die Sittlichkeit einer Gesellschaft, die in der Fortdauer der Tage leben will, hinausgeht, die immer was Hochindividuelles ist, was Außergewöhnliches, was man sich aneignen muss, was aber auch dadurch anspruchsvoll ist und zu Irritationen führen kann, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, wer Romantiker sein will, dem geht es nicht um eine allgemeine Sittlichkeit, dem geht es um das Besondere, was zum Ereignis wird. Das Außeralltägliche, was sich ereignet und was dem Menschen in seiner prosaischen Welt etwas offenbart, was nicht alltäglich ist. So wie Hölderlin die Ode Wein und Brot, Dichter in dürftiger Zeit, der Dichter, der sozusagen in prosaischen Zeiten von dem weiß, was über diese Alltäglichkeiten hinausgeht. Könnte man das so sagen? Das könnte man so sagen. Und ich glaube, man muss dann aber vorsichtig sein mit diesem, weil Sie gesagt haben, die außeralltägliche Erfahrung. Es ist natürlich eine Erfahrung, die aus dem Alltag herausführt. Gleichwohl ist es aber eben auch kein Ruf aus dem Jenseits. Also man darf sich das jetzt nicht sozusagen als ewige Welt. Als ewige Welt vorstellen, sondern das sind auch sehr irdische Dinge. Eine ekstatische Welt vielleicht? Ja, eine ekstatische Welt, die sich aber, also eine außeralltägliche Erfahrung, die sich aber gleichwohl im Alltag ereignet. Und das ist wichtig, ne? Die sich gerade zum Beispiel in einer Gesprächssituation, im Dialog, im sympoetischen Verfertigen von Gedichten, von Übersetzungen ereignen kann. Ja, natürlich, sozusagen, das zählt alles in diesen Korpus rein. Mir ist, glaube ich, nur wichtig, dass man diese außeralltägliche Erfahrung jetzt nicht komplett von den sagen, Erfahrungen, die wir eben nun mal tagtäglich machen, weil wir ein sagen, anderes Sehen sozusagen. Ein anderes Sehen, ein anderes Blicken auf die Dinge. Und das sind. Das heißt, die Dinge sind das, wie wir sie sehen, auch ein Stück. Absolut, absolut. Ne? Und sagen, diese Begeisterung kann uns eben die Welt anders sehen lernen und die Gegenstände eben auch anders miteinander verknüpfen. Also das ist ja auch, Dichtung ist ja auch oftmals sozusagen auch nur eine Blickverschiebung. Gell? Also sozusagen, oder ich sage jetzt einfach mal, der Witz im romantischen Sinne ist eben die Fähigkeit, eben dann das Verschiedenes, das vollkommen Verschiedenes, trotzdem miteinander zu verbinden. Und sagen, so, da eine assoziative Brücke zu schlagen. Und man würde sagen, die beiden Dinge, die vorher vollkommen verschieden gewesen sind und nichts miteinander gemein haben, würde man auf einmal immer wieder anders betrachten, weil sich gewissermaßen der andere Gegenstand, den man damit verbunden hat, immer wieder darüber legen wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist die romantische Literatur eine, die vom Lesenden sehr viel erwartet. Ja. Also sie ist locker, aber sie hat einen hohen Anspruch an Beweglichkeit, an Mitgehen, an Mitvollziehen von Wolken, die so nicht abzusehen sind. Ja. Und sie ist nicht akademisch. Sie hat einen anderen Begriff von Akademie. Ich glaube, das ist der Dreh, den man. Und wie würden Sie den bezeichnen? Was ist der Begriff? Naja, wie ich schon sagte, also genauso wie Wahnsinn und Vernunft zusammenkommen müssen im Dichten, muss eben auch Anschauung und Begriff zusammenkommen. Also wenn wir in dieser klassischen kantischen Terminologie bleiben. Und bei Kant kommen eben Anschauung und Begriff eben auf eine Art und Weise zusammen, die relativ schematisch ist. Also wir richten unsere Begriffe oder unsere Kategorien auf die Erscheinungen der Welt und sagen, der Anschauungsbegriff der Romantiker ist sehr viel lebendiger, also da kommen auch noch andere Erscheinungen zum Tragen, der Traum zum Beispiel oder sozusagen, oder die Freundschaft, also sagen auch interpersonale Beziehungen. Und deswegen geht eben beides zusammen, einmal das Anschauen und das Denken. Goethe nennt das auch das anschauende Denken. Ja, oder das anschauliche Denken, oder das ein Anschauen, das ein Denken ist, und ein Denken, das ein Anschauen ist. Also das geht immer zusammen.
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diese andere Form des Denkens und auch der Wissenschaftlichkeit zu verstehen, weil es ist natürlich keine Wissenschaft, die auf dem Begriff beharrt, aber es ist eben auch keine Wissenschaft, die sich jetzt sagen, in die andere Richtung stürzt und sagen, jetzt nur glaubt, sich in der Anschauung verlieren zu müssen und eben nur sozusagen herumzupoeteln. Ne? Also daran, glaube ich, sind sie auch alle nicht interessiert, sondern sie verstehen die Kunst und die Dichtung schon explizit als Erkenntnismedium. Mir ist nochmal ein Name gefallen, Goethe, der immer wieder auftaucht, wenn man über Jena und Weimar spricht. Er ist derjenige, der enge Freund von Schiller seit 1795, der Freund der Brüder Humboldt, derjenige, der die Hofkunst in Weimar maßgeblich gestaltet für den Fürsten, der aber auch, Sie haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, maßgeblich die akademische Politik in Jena verantwortet, durch seine Beratung, durch seine Hinweise, nicht uneigennützig, der tatsächlich sich diese Köpfe auch nach Jena holt, weil er selber lernen will und im Gespräch stehen will. Wie können Sie seine Rolle, wenn Sie sagen sollen, was macht denn Goethe aus für Jena? Ja, also es gibt quasi eigentlich gar keine wichtigere Gestalt als ihn. Also da kann man, glaube ich, wirklich... Muss man nicht hinterm Berg halten. Nein, also wirklich die große Goethe, Hintergrundfigur sozusagen. Goethe ist die große Hintergrundfigur. Goethe ist an allen Berufungsentscheidungen mit der Universität beteiligt. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, dass Schiller kommt, dass Fichte kommt, dass Schelling kommt. Er legt dieses Netzwerk an und er protegiert dieses Netzwerk auch. Denn so sehr er natürlich auch mit gewissen Figuren, mit den Schlegel zum Beispiel, fremdelt, weil er natürlich auch wieder sagen, als Naturforscher und sagen, Dichter, Politiker auch wieder eine eigene Art hat, die Welt zu sehen. Also er fremdelt mit ihnen, aber er hat trotzdem eine furchtbare Sympathie für diesen Kreis, weil er eben merkt, da ist die Zeit ist im Aufbruch und das ist die nächste Generation. Also ich meine, Goethe ist ja sozusagen im Jahrgang 1749, kommt 1775 nach Weimar. Also er ist... Wenn die Schlegelbrüder nach Jena kommen, dann weiß er auch, okay, das ist jetzt die nächste Generation, die irgendwie antritt. Das heißt, Jena ist der am Hof angestellte Geheimrat, der eigentlich, und Ihr Buch heißt ja auch die Republik der freien Geister, so frei ist, als jemand, der bei einem Fürsten angestellt ist, sich widerständige Köpfe zu leisten. Ja. Das heißt, der Hof ist ein Ort, an dem eigentlich Köpfe sich entwickeln, entfalten können, zur Diskussion kommen können, die durchaus Gedanken hegen, die dem Hof gar nicht so genehm sind. Mhm, genau, das ist die Idee und sie genießen in Jena so ein bisschen Beinfreiheit, könnte man vielleicht sagen. Also sagen, etwas, in Jena ist etwas möglich zu sagen, was andernorts nicht möglich wäre und Goethe ist dafür maßgeblich verantwortlich. Man muss allerdings auch sagen, dass es eben den Fall Fichte gibt. Das heißt? Fichte wird aufgrund eines Vorwurfs, der also vom Kurfürsten von Sachsen irgendwann erhoben wird, nämlich der Vorwurf des Atheismus. Also Fichte hat eine Schrift publiziert, die in religiösen Dingen missverstanden werden kann, anstößig ist, also die Gott als moralische Weltordnung präsentiert, aber eben nicht mehr sozusagen diesen klassischen Begriff eines sozusagen personalen Gottes fixiert. Und Fichte wird des Atheismus bezichtigt und dann der Druck, der gewissermaßen aus Sachsen aufgebaut wird, setzt den Herzog unter Druck. Deswegen, weil der Kurfürst in Sachsen nämlich sagt, wenn sich daran nichts ändert und wenn sozusagen keine Konsequenzen folgen, dann verbiete ich es meinen Landeskindern, an die Universität zu kommen. Also dann wird niemand aus Sachsen mehr, wird Jena leiden. Und da ist natürlich auch irgendwann für den Herzog, Karl August aus Weimar, ist da sagen, eine Grenze der wissenschaftlichen rein pragmatisch. Freiheit. Genau. Und das sind dann, da kommt wirklich so ein pragmatischer Zug ins Spiel. Und Goethe spielt in der Sache, ehrlich gesagt, auch eine unrühmliche Rolle, weil er eben auch nicht Fichte beispringt und Fichte verteidigt, sondern Fichte verhält sich auch politisch strategisch in dieser Zeit nicht klug. Das heißt, er versteht es als Angriff auf seine Person, als Angriff auf seine wissenschaftliche Autonomie, pokert sehr hoch, sagt, okay, wenn ich nicht den Rückhalt bekomme, dann gehe ich halt. Und dann geht er halt. Das heißt,
Und niemand stellt sich sozusagen schützend vor ihn. Mhm. So. Goethe wird seinem späteren Ruf bei einigen als Fürstenknecht scheinbar gerecht, indem er eine Entscheidung durchficht, die gegen die Freiheit eigentlich ist. Aber wenn ich es richtig verstehe, hat sozusagen Fichte eigentlich ein gewisses Gesetz dieses offene Verhältnisses verletzt, nicht allzu klar zu sagen, was man denkt. Mhm. Das heißt, diese offene Diskursivität geht eigentlich nur, solange eine gewisse Etikette gewahrt bleibt, solange eine gewisse Reserve, die nicht alles ausspricht, vorhanden ist, sodass im Grunde der Freiraum so lange ermöglicht ist, wie man sich an eine gewisse Maskierung hält. Mhm, das ist quasi der Anstandscode, der verlangt ist, damit dieses offene Philosophieren, Sprechen möglich ist, bestimmte Tabuthemen nicht allzu deutlich anzusprechen. Kann ich so richtig verstehen? Und das war natürlich für Goethe immer wichtig, nur zu sagen, dass es eine Etikette gibt, dass es einen Anstand gibt, das heißt, dass sozusagen jedes Sprechen sozusagen so doppelt kodiert ist, dass es im Ernstfall eben auch mit diplomatischen Mitteln auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Aber doch die Liberalität eines vom Fürst angestellten Mannes, der freien Geistern den Raum lässt zu sprechen. Absolut, also man muss das wirklich sagen, irgendwie alles cum granosalis lesen und sagen, also dieser Fall Fichte oder der Atheismusstreit stellt in keiner Weise die Verdienste in Frage, die Goethes Berufungspolitik. Nur die pragmatischen Notwendigkeiten ein Stück. Nur sozusagen, ja, die pragmatischen Notwendigkeiten oder sozusagen auch oder die Atmosphäre, die auch, könnte man vielleicht sagen, ne? Also man kann sich das ja so wirklich auch als atmosphärischen Druck vorstellen. Also man sagt, du kannst schon an dieser Universität alles tun und lassen, was du eben für richtig hältst, aber tu es so, dass es eben die Etikette nicht zu offen verletzt. Zu offen verletzt und sozusagen Kollegbögen in Umkreis geraten, die das Ansehen des Herzogtums Sachsen-Weimar über die Landesgrenzen hinaus beschädigen könnte. Ne? Und das sind einfach verschiedene Interessenpunkte, könnte man sagen. Ne? Eben auf einer Seite ist eben die wissenschaftliche akademische Freiheit, die natürlich auch erst erstritten werden muss in der Zeit. Das ist klar. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Interesse daran, an politischer Stabilität. Und natürlich hat auch so ein Herzog wie Karl August davor Angst, dass die Revolutionsumtriebe jetzt auch nach Deutschland kommen und eben auch sein Fürstentum oder Herzogtum bald der Geschichte ankommen wird. Ne? Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die muss man wirklich sehr genau gegeneinander abwägen und darf sich da nicht irgendwie jetzt vorschnell irgendwie auf eine Seite einfach schlagen. Ne? Jetzt ist Ihr gesamtes Thema Jena, Weimar, dieser Fokus Jena, eines, an dem man sehr deutlich sieht, es geht ja um philosophische Köpfe und um literarische Köpfe, um Menschen, die dichten, die denken. Und Sie haben sich das ja nicht zufällig ausgesucht. All diese Gestalten, Sie sind jetzt junger Philosoph, haben eine große wissenschaftliche Promotionsarbeit schon hinter sich, habilitieren jetzt offiziell, also müssen sich weiter wissenschaftlich ausweisen, dichten auch als Wissenschaftler und sind jemand, der mit diesem Buch etwas vorgelegt hat, was heute im akademischen Raum nicht so selbstverständlich ist, für ein größeres Publikum zu schreiben, was meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist, sehr verdienstvoll ist. Mhm. Könnte zu Ihrem Selbstverständnis als jemand, der zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bewegt, noch abschließend was sagen, wie kommen Sie dazu, wie hat sich das ergeben für Sie, diese Perspektive in beiden Bereichen gleichermaßen synergistisch zu arbeiten? Ja, also ich komme von der Lyrik, also bin eben jetzt neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Wissenschaftler an einer deutschen Universität, bin ich eben auch hauptberuflich Lyriker, könnte man sagen. Nur ist das jetzt man hauptberuflich Lyriker? Wie bitte? Man zieht sich zurück und lässt die Verse kommen? Nein, hauptberuflich Lyriker ist natürlich eine Art von Selbstverständnis, die damit verbunden ist. Ne? Aber ich meine, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen fadenscheinig zu glauben, nur weil man sagen, eine Stelle an einer Universität besitzt, ist man jetzt hauptberuflich eben Wissenschaftler. Natürlich entspricht das eher den Gepflogenheiten. Ein Teil. Oder ein Teil. Ne? Aber nein, also ich hatte eben diese zwei Professionen, einerseits Lyriker zu sein, andererseits eben Philosoph, Wissenschaftler an einer Universität. Und ich habe natürlich gemerkt, dass mich sagen, immer die, sagen, das Changieren dazwischen interessiert hat. Also zwischen dem poetischen Sprechen auf der einen Seite und dem kategorialen, differenzierenden, unterscheidenden Denken auf der anderen Seite. Und für mich haben diese beiden Teile eigentlich nichts miteinander zu tun. Also ich kann auch sehr gut quasi nur das eine machen oder nur das andere. Und
Auf der anderen Art und Weise haben sie aber auch alles miteinander zu tun, weil sie sich natürlich unglaublich gegenseitig befruchten und man das natürlich genau in diesen sagen, Philosophien um 1800 merkt, wie sagen, der Begriff an seine Grenzen kommt und über die Anschauung nochmal gesättigt werden muss oder erweitert werden muss und dass man eben auch sagen, das poetische Sprechen eben als Erkenntnisinstrument nutzt, um sich gewisse Dinge das heißt, zu vergegenwärtigen. Das Thema jener 1800 ist eines, was quasi auch ihre beiden Fähigkeiten gemeinsam herausfordert, ja. Sowohl das literarische wie das wissenschaftliche Sprechen. Ja. Also ich betreibe gewissermaßen so eine Mehrfelderwirtschaft. Und haben dort Anregungen, die aus dem Thema selbst die Sache, wie sie es betreiben, nochmal stärker machen. Genau, genau. Ne? Und das war sozusagen für mich auch diese Idee, wenn ich eine Geschichte der Philosophie schreibe oder eine Geschichte der Philosophie um 1800, dann will ich das irgendwie auch mit, muss ich dafür eine literarische Darstellungsform finden? Das ist eine Schreibung, eine Geschichtsschreibung. Eine Art Erzählung. Und diese Erzählung muss natürlich auch so gewissermaßen auf dem Höhe der literarischen Erzählkunst der Zeit sein. Die kann jetzt nicht so funktionieren, wie Philosophie-Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert funktioniert hat. Herr Neumann, Sie haben auch in dem Gespräch sozusagen Ihre Erzählkunst für mich, für die Zuschauer zu Hause bewiesen. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam mit Ihnen in einer Stunde sehr viel mitbekommen, was in diesem Buch jener 1800 enthalten ist, das aber nicht mit diesem Gespräch ausgeschöpft ist. Insofern sei es jedem empfohlen, der genaueres, tieferes, detailreicheres, emphatisch erfahren will, das Buch selbst in die Hand zu nehmen. Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Zu Hause auch einen guten Nachmittag noch. Auf Wiedersehen.